hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Es gibt mehr World of Goo mit dem Anfang des zweiten Kapitels Little Miss World of Goo. Schaue ich mal, was mich / euch da erwartet. Im ersten Kapitel Drool. Drool. Weiß ich jetzt gerade nicht genau, wie man das übersetzen sollte. Wir probieren es einfach mal aus, oder? Willkommen zurück. Sabberdrool. Drool ist tatsächlich, also wenn kleine Kinder sabbern, dann heißt es Drooling. Ich bin zurück. Und gerade rechtzeitig. Da hängt ein Wassertropfen von der Klippe. Und ich denke, es könnte leben. Yep. Ich fass das nicht an. Der lange verschollene Schildermaler. Also, das scheint gut zu sein. Ist jetzt nur die Frage, das scheint der Ausgang zu sein. Und das hier sind schlafende Goos. Ich frage mich, ob ich hier einfach so eine Schleimkette runtersetzen kann. So. Fällt das Ding hier irgendwann um? Schauen wir mal. Plitsch, platsch, plutsch. Scheint aber noch zu halten. So. Die Goose hier werden wach. Irgendwie gut ist, denke ich. Aber jetzt muss ich es ja irgendwie, wenn das hier tatsächlich der Ausgang ist, muss ich es ja irgendwie reinmanövrieren. Ohne dass sie auf den Spitzen aufsetzen, das wird jetzt die große Herausforderung sein. Weil ist ja nur noch alles so ein bisschen. Nee, du bist Schleim. Ich mag dich nicht. Also, mag dich schon, aber gerade jetzt nicht. Dementsprechend werde ich hier jetzt erstmal so ein paar grüne Goos auf meine Schleimspur setzen. Dann habe ich sie alle. Zwei. Ein. Den kann ich ja gleich zum Bauen nehmen. Ja, das war das, was ich befürchtet habe. Vielleicht sollte ich hier dann mal so einen Gegenpol bauen, der das ein bisschen unten hält. So. So. Da können sie reingehen, dann kann ich die jetzt auch wieder wegnehmen hier. Den und den. Vielleicht hält es hier sogar, wenn ich den wegnehme. Wenn ich den wegnehme. Naja. Habe ich ein bisschen ein paar Goos verloren. Aber ich habe 19 von 10 notwendigen gesammelt. Das heißt, weiter geht's. Extra Goo-Bälle 9. 20 Moves in 3 Minuten 32. Das schreit auch nach Weitermachen. Aber das schreit auch nach Ende für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ihr habt ein bisschen was über Goo gelernt. Also, würde mich freuen, wenn ich euch bei der nächsten Folge Fly Away Little Ones, fliegt weg ihr Kleinen, wieder begrüßen dürfte. Bis dahin, zockt viel und zockt schön. Und tschüss.